So, ich habe hier wieder den Aqua 18, aber heute werden wir den mal nicht im Funnel bauen, sondern hier im wunderschönen Mehrlochkopf von Adaya selber, also von ATH. Ich werde hier wieder das Sieb reinlegen, dass sich der Tabakverbrauch etwas in Grenzen hält und dann mit Alufolie rauchen, aber das zeige ich euch alles gleich. So, also ich habe das jetzt komplett locker gebaut, also muss man überhaupt nichts andrücken, einfach wieder Rand hoch. Und bei diesem Mehrlochkopf ist auch wunderschön, dass man sehr gut die Alufolie spannen kann. Und dann mache ich das gleich und dann sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Im Aqua 18 habe ich das letzte Mal ja schon gesagt, finde ich ein extrem interessanter Tabak, weil er bei jedem Mal etwas anders schmeckt. Also es überrascht einem jedes Mal aufs Neue, aber grundsätzlich kann man sagen, dass er eine schöne, kühle, süß-fruchtige Note hat. Aber wie gesagt, ich kann nicht definieren, nach welcher Frucht oder nach welchem genauen Inhaltsstoff das Ganze schmeckt. Aber auf jeden Fall auch in dem Setup hier im ATH Mehrlochkopf funktioniert das top. Ihr habt es gesehen, Rauchentwicklung ist wieder on point. Auch der Geschmack sehr lecker und intensiv. Und ja, ich kann da nur empfehlen, probiert den mal aus. Ich denke, das ist auch wieder ein Tabak, der den meisten schmecken wird. Sehr allgemeinheitstauglich. Und ja, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche euch noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.